Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Bennett und habt ihr schon mal ein Hühnchen mit Sneakern und Shorts gesehen? Nein? Dann gönnt euch! Das sieht einfach so geil aus beim Laufen. Das Chicken hat so Swag. Ich habe ja jetzt schon mehr Hühnchen gesehen, die feinsten Designer-Drip rocken. Die kommen langsam endlich im Fashion-Game an. God damn! Wie viel ist dein Outfit wert, Bro? Nike Chicken Sneaker, 500 Euro. Gucci Hose, spezial angefertigt, 700 Euro. Holzfäller Hemd von Ricky Owens, 1200 Euro. Und 24 Karat Gold Chain, 50.000 Euro. Das Huhn hat einfach mehr Style als 50% von uns. Wir sollten uns mal Gedanken machen. Ein Freund von mir hatte letztens seinen ersten Arbeitstag beim Bäcker. Und naja, ihr könnt euch ja mal selber reinziehen, wie es so gelaufen ist. Ich dachte beim ersten Mal anschauen, dass das Steine sind. Ja, und was denkt ihr? Gab es noch einen zweiten Arbeitstag? Nein, gab es nicht. Der Bre ist direkt arbeitslos danach gewesen. Aber das wundert mich auch nicht. Der hat die Bäckerei einfach zu einer Kohlefabrik gemacht. Das sieht original so aus wie ein Sack Kohle, den man im Baumarkt kaufen kann. In der Schule gibt es Lehrer, die lassen sich verarschen. Und es gibt Lehrer, die lassen sich halt nicht verarschen. Doch beide haben einen gemeinsamen Endgegner. Das Whiteboard. Das Whiteboard war bei uns immer der Albtraum für die Lehrer, weil die Bedienung davon einfach immer so random war. Entweder es funktioniert und alles ist gut, oder es funktioniert einfach gar nichts ohne Sinn. Und naja, diese Lehrerin musste leider eiskalt durch ihren Albtraum durch. Ey, wie panisch sie dort am Rumklicken ist. Die Arme. Ich weiß auch ganz genau, wie sie sich danach umgedreht hat. So, und ihr sagt mir jetzt, wer das war. Ich schwöre, bei uns hat immer jemand gesnitcht. Das war so ekelhaft. So, und jetzt nochmal ein ernstes Thema hier. Okay, ich checke. Ihr wollt mir ein paar lustige Memes auf Insta schicken. Okay, ich check's. Netter Gedanke von euch, ja? Aber ich lag gestern in meinem Bett. Öffne meine DMs. Und irgendjemand schickt mir so eine Ey, was ist das? Bitte hört auf damit, Mann. Ich will doch wenigstens in meiner Freizeit mal einen klaren Kopf behalten. Und wie soll ich das schaffen, wenn ihr mir 24/7 sowas schickt? Und glaubt mir mal, ich bekomme noch so ganz andere weirde DMs. Ich kann die Hälfte davon nicht mal zeigen. Yo, Bennett, heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teig waren? Bitte lass mich in Ruhe. Ey, yo, so eine Frage. Ey, bitte stell doch direkt deine Frage, Mann. Soll ich es jetzt riechen, was du mich fragen willst? Und dann schickt mir noch jemand sowas. Bei meinem Fahrrad in einem Parkhauspark. Und sie mit Gottlos, wer hier gelacht hat. Wow, 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 wow. Das Baby hat ein bisschen die Bauteile vertauscht. Das sieht ziemlich sass aus. Mr. Beast? What the f***? Ey, Scheiße, die Regierung hat es doch tatsächlich geschafft, unseren geliebten YouTuber zu klonen. Bro, das ist echt, keine Ahnung, Mann, gruselig. Sternzeichen Klapphülle. 100% wurde das mit so einem Handy gefilmt. Und jede Person hier im Bus hat auch sowas in ihrer WhatsApp-Bio stehen. Hallo, ich benutze WhatsApp. Und dieses Video wurde dann natürlich auch klassisch in den WhatsApp-Status geteilt. So wie das auch muss. Ey, Shoutout an meine Eltern, die sind auch solche richtigen WhatsApp-Status-Fanatiker. Bei denen feiere ich das sogar. Shoutout Mama und Papa, ich liebe euch. Das passiert, wenn du den Kollegen da sagst, Bruder, ich kann aufschneiden. Vertrau mir, wenn du ihm vertraust. Totalschaden. Ich wollte nur mal frische Seiten haben. Wir waren 5 Minuten in der Nahrungsstelle drin, haben gelacht, muss ich gerne. Das
was ist das Endergebnis? Die Seiten sind auch einfach nur so halb fertig. Ich hab ihm noch gesagt, Bruder, ich kann auch zum Friseur gehen. Ist kein Problem. Er sagt, nein, Bruder, ich kann ausschneiden, vertrau mir. Ich sag, bist du sicher? Ich bin mir sicher. So, halt still. Egal, Leute, Nabe. Das ist Nabe, Arak, ich bin Löwe. Ey, Bro, ich fühle deinen Schmerz, Mann. Und ich bin bei dir in dieser schweren Zeit, die du gerade durchstehen musst. In deinem Kopf ist halt jetzt ein verstecktes Zeichen. Aber komm schon, Kopf hoch. Immerhin kein Edgar. Sei dankbar, Bro. In jeder Freundesgruppe gibt es immer diesen einen maximalen Troll. In meiner Freundesgruppe bin ich das auf jeden Fall. Und wir Trolls machen uns es wirklich zur Lebensaufgabe, jeden Moment ins Lächerliche zu ziehen, nichts ernst zu nehmen und einfach immer versuchen, die gesamte Bande hochzunehmen. Und hier seht ihr ein weiteres klassisches Exemplar eines perfekten Trolls. Zur Vorgeschichte, die Jungs hier fliegen gemeinsam in den Urlaub und er hat sich um die Tickets gekümmert und dreimal dürft ihr raten, was er dort in der Hand hat. Der kriegt jetzt schon miesen Lachfleisch. Ey, der hat einfach Landkarte aus den Tickets gemacht. Aber wo hat er eigentlich so einen großen Drucker gefunden? Da steckt so viel Arbeit drin, nur um seine Kollegen zu verarschen. In diesem Typ schlummert wirklich der Teufel. Das Teil ist einfach zu groß für den Scanner. Yo, Jungs, geht nicht zu scannen. Ihr müsst jetzt leider da bleiben. Sorry. Starker Prank, wirklich. Den packe ich mir auf jeden Fall auf meine Liste. Festivals und DJ geben Millionen von Euronen aus für ein geiles Bühnenbild. Zieht euch mal zum Beispiel das hier rein. Holy sch**, ist das krass. Das gibt halt auch so das richtig geile Ambiente. Die Leute kommen noch mehr in Stimmung. Boah, geil. Also wie ihr seht, gibt es unnormal krasse Möglichkeiten für sowas. Aber dieser DJ hier hat mit Abstand das krasseste jemals. Das ist echt so eine starke Idee. Was müssen sich die Leute dort gedacht haben, die eigentlich sowas erwartet haben? 10 von 10 Bühnenbild. Wozu auch Zehntausende von Euros ausgeben für eine krasse Animation, wenn man auch sowas haben kann? Nein, bitte nicht. Bitte. Bitte sag mir, dass du das jetzt nicht machst. Oh Gott, er macht es wirklich. Bro, wie kommst du auf so eine Idee? Du bist doch ein fresher Typ. Wie kannst du denn so hart reinsch**en? Dein gesamtes Leben ist doch am danach. Ich sehe auch keine anderen Tattoos an dir. Wer kommt auf die Idee, sich das als sein erstes Tattoo zu machen? Bruv, das sieht absolut sch** aus. Der verrückte Achterbahn-Typ aus dem letzten Video ist wieder aufgetaucht. Und er hat erneut zugeschlagen. So Leute, wir sind jetzt bei dieser anderen Achterbahn, die weißen Achterbahne. Und mal gucken, ob ich mich hier durchziehe. Oh mein Gott. Oha, wie hat sich denn die Frau dort vorne erschrocken? Grrr, was für Grrr, was geht denn jetzt ab? Grrr, grrr. Bo, 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 bo. Mann, wie tief ist das hier? Ganz eingepackt, alter Wandel! Das ist wild! Ja! Ja! Baby! Ja! Ey, die Frau dort vorne hat immer noch mehr Angst vor dem Typen hinter sich als vor der Achterbahn. Ja, okay, reicht, Bro, reicht.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn du der Meinung bist, dass Ameisen ins Gefängnis gehören durch den Hausfriedensbruch, den sie täglich begehen, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Wir müssen die Ameisen stoppen. Jungs und Mädels, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Schönen Tag noch. Tschüss.